Jo, was geht ab? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chikui. Wir sind hier im Regenwald angekommen und wir haben ja beim letzten Mal die Fähigkeit bekommen, Farbe in Wassersachen zu malen. Oder vielleicht hatten wir die schon in der vorletzten Folge. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt hier ein bisschen umgucken und herausfinden, was hier abgeht. Beziehungsweise diesen Prüfungstempel, Tempelprüfungszeug finden. Das machen wir bestimmt. Wir können jetzt hier schon auch noch nach rechts gehen. War ich hier rechts schon? Ich habe gefunden. Sehr schön. Gut, dass ich beim letzten Mal da nicht lang bin, aber gucken wir dann erstmal links. Ansonsten, Kommentare haben mir geschrieben, dass es einen Zylinder gibt im Spiel. Ich muss den... Der ist irgendwo oben rechts auf der Karte scheinbar. Oder oben links. Irgendwie da in dem Gebiet oder dort in dem Gebiet. Keine Ahnung. Irgendwie so. Den finden wir dann schon früher oder später. Ja, ich bin gerade kurz irritiert, wie ich hier hinkommen soll, aber... Ein gezielter Sprung und man schon bekommt mal ein Blitz-Shirt. Ne, ja, wäre ein cooles Ding. Aber ich hätte gern, glaube ich, die Fuchsohren wieder weg. Ich hätte gerne meinen Schnauzer wieder. Ja, so fühle ich mich cooler. Was bringt mir das? Also ich kann... Darüber... Ach, dann komme ich auf die untere Ebene. Da komme ich doch... Hä? So komme ich einfach hier wieder hin, ne? Okay, aber gucken wir erstmal hier hoch. Ah. Ich hätte hier doch zweimal antippen können, aber warum ist das so merkwürdig? Warum wackelt das, aber man muss auf die Blüte vorne? Ich hätte halt einfach hier auch lang gekonnt. Bin halt einfach nur zu doof. Ah gut, haben wir das Rätsel gelöst. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Und jetzt klettern wir mal kurz wieder zurück. Hier rein. Was ich habe. So. Dann gucken wir mal zu Chicory und schauen wir mal, was die erste Prüfung für uns ist. Dass wir ein echtes Farbenkind werden. Weil uns wurde ja nichts beigebracht. Wir haben einfach nur einen Pinsel gesnackt und, ne? Nicht so cool. Hallo Chicory. Hey Pommes. Sieht aus, als hättest du deine erste Prüfung gefunden. Ich habe ja schon gewusst, dass ich eines Tages jemanden durch diese Prüfung bringen muss, aber meine Erinnerung daran, auf der anderen Seite zu sein, ist immer noch lebhaft. Ich werde mein Bestes geben, okay? Bei dieser Prüfung geht es darum, die Geschichte der Farbenkinder in Ehren zu halten. Du musst die besonderen Pinselblumen sammeln, die hier wachsen. Wie die Glitzernde da drüben. Ah ja, da. Pinselblumen. Sehe. Ja, ja. Mhm. Ich habe im Regenwald 5 Blumen gefunden. Aber für die Prüfung musst du nur 4 bringen. Triff dich weiter vorn mit mir, wenn du sie gefunden hast. Okay. Ja, dann gönnen wir uns erstmal die erste hier. Die ist ja scheinbar geschenkt. Zack. 1. Eine Pinselblume gefunden. Ich würde ja sagen, wir sind ja Musterschüler, Angeberkind, ne? Wir gönnen uns schon alle 5. Falls wir alle 5 finden. Komm ich denn? Ich kann ja durchs Wasser, ne? Die kann ich auch anmalen, die Klippen, dann kann ich hier auch überall hochschwimmen. Hier wollte ich nicht hin. Ah, aber guck mal, hier wartet Chicory. Okay. Da ist auch eine. Ich habe gar keine Ahnung, was auf welcher Höhe ist. Das ist scheinbar auf der Höhe hier. Wir bekommen einen Laborkittel. Okay, also wir sind verrückter Wissenschaftler. Ja, und da müssen wir müssen von ganz oben kommen. Wir müssen hier hoch und dann darüber, okay. Dann schauen wir mal, wie wir hochkommen. Da ist Müll. Hallo? Ach, scheinbar müssen wir irgendwie so ein bisschen außen rum. So. Ah, man kann auch noch... Oh, das kann beides. Exquisit. Was für ein Rätsel. So, hier können wir das ausfahren, da drauf hüpfen. Das zweimal ausfahren, da drauf hüpfen. Und dann können wir hier in die Höhle tauchen. Und hier gibt es... sehr viele Farbensachen, ja. So. Sollten wir so ein bisschen was sehen. Die Wand hier nochmal richtig ausmalen. In den Boden. So. Das muss ja reichen. Wir haben einfach so ein Jitus.
Okay, aber damit Titus funktioniert, muss die dahin. Titus. Nein. Nur einmal. Titus. Okay, die muss... Wieso geht die zurück, wenn ich reinmale? Na, scheinbar kann man nur zweimal reinmalen, aber so ist doch falsch, oder? Ah, so ist richtig, okay. Wusste ich. So, dann warten wir kurz, bis die Farbe sich verteilt hat, weil wenn ich so spamme, dann füllt es nicht alles aus. Ungeduld wird hier nicht belohnt. So. Da ist Mülli. Sind wir auf jeden Fall schon wieder komplett woanders. Ein Gigageschenk. Pinselstil. Ein Pinselstil. Dieser Stil verändert die Form deines Pinselstrichs. Einfach ein schwarzes Viereck. Ja, besser als Blätter. Ist cool. Und ist halt ultra easy zum Anmalen. Gefällt mir. Die 3. Die 3 ist eine nice Farbe. Ja gut, dann gehen wir einfach zurück, ne? Zack. Hier runter. Und... Kann ich darüber? Ja, aber ich könnte auch den Müll hier holen. Ich habe keinen Bock, da nochmal außen rum zu gehen. Beim Rückweg nehmen wir den Müll mit. Falls wir jemals wieder zurückgehen. Kann ich auf eine Wolke? LOL! Ach, in der Wolke sammelt sich das, die Flüssigkeit und dann die regnet auch langsam raus. Ja, ich kann in die Wolke reinhüpfen. Das ist cool. Aber wie komme ich noch... Ich verstehe, wie ich da zu dem Geschenk hinkomme. So, so, so und dann zack, zack, hier. Das mit den Ebenen zu erkennen, ist echt ein bisschen schwer in dem Spiel, aber wir schaffen es ja. Eine eigene Wolke für uns, cool. So, eine Pinselblume haben wir hier auch gefunden, ne? So. Zweimal das, zack. Das Einfahren. Und, ja, ist ja egal. So. Zweimal Müll mitnehmen. Ja, ich wollte das hier ausfüllen. Danke. Und wie komme ich jetzt da hoch? Katze. Ja, hier. Ganz easy. Zack. Und zack, und zack, und zack. Und jetzt hier zweimal hoch und einfach nach rechts laufen. Hätte man ja fast übersehen können. Richtig? Richtig? Und das machen wir mit einem Sprung. Ja. Und jetzt zweimal nach unten. Und dann so hin. Puh. Das ist die dritte, ne? Fehlen noch zwei. Wenn ich ein Musterschüler sein will. Gucken wir mal. Wasserfälle hochschwimmen können wir leider nicht. Oder doch? Nee. Genau. Wasserfälle sind zu krass für uns. Ah, aber hier. Können wir hier oben bei den Wasserfällen rumlaufen. Müssen wir auch lang schwimmen, wenn wir wollen. Aber wir hätten uns merken sollen, wo wir runter müssen. Hier haben wir mal den dritten, weil es so hinter dem versteckten Baum ist. Naja, gut gemerkt. So, da ist eine der Blumen. Da fehlt aber immer noch eine, ne? Ich verstehe diese Perspektive nicht. Wo bin ich denn da? Okay, so hat's geklappt. Eine Pinselblume gefunden. 4. Genau, steht ja sogar da, wenn ich sie aufhebe. Aber wo soll die fünfte sein? Da haben wir eine, da drüben haben wir eine, hier haben wir eine und das Chicory. Das ist eigentlich irgendwo nach unten oder so. Oder wächst hier irgendwo eine? Da ist ja dann schon so, hey, du hast verkackt. Ja, okay, dann... Ich habe jetzt keine Lust, jetzt hier noch eine Stunde im Kreis zu laufen.
da oben vielleicht? Was? Der Rand der Map. Ah, man kann hier durch. Da ist er. Okay, und hier kann ich drauf. Jawohl, wir können Musterschüler sein. Nein, nein, Farbe. So, wir müssen... Wie kommen wir überhaupt von der hier Plattform aus irgendwo hin? Wir sind noch viel weiter unten. Das Einzige, was wir mit der hier machen können, ist nach unten fahren. Nein, die kann auch hoch. Ich bin dumm. So, okay. Dann können wir hier hin. Können wir da drauf. Dann können wir hoch und rüber und dann so schräg hüpfen. Haben wir das Geschenk. Ein Halstuch. Okay, haben wir das schon mal. So Blüten da drauf zu sehen ist irgendwie halt schwierig. Und jetzt muss ich nochmal von der hier unten, glaube ich, zweimal hoch und so. Warte. Ich glaube, das schafft man. Ja, genau. Dann komme ich zur Blüte. Eine Pinselblume gefunden. Okay. Haben wir den Screen wenigstens auch geklärt. So, jetzt kann Chico hier auf uns ultra stolz sein. Wir haben 5 Stück. Nicht schlecht. Du hast alle die Pinselblumen, die du brauchst. Ich nehme sie, okay? Wir treffen uns weiter vorne. Es gibt etwas, was du sehen solltest. Dass unser Charakter manchmal einfach keinen Bock hat, mehr zu reden. So, ja, und das die Wolke anmalen und dann so piu und dann zack, zack. Ist ja easy. Wenn die Wolken nicht leer wären. Kann ich die einfach immer wieder... Ach so, ich kann die auch immer wieder füllen. Ich dachte, keine Ahnung. Hat irgendwie ein Gefühl, ich muss das dann so perfekt timen, wie ich die auffülle. Ich kann aber drauf spammen. So, wir nehmen einfach direkt das Geschenk auch mit. Ich glaube, wenn ich drin bin, kann ich nicht mehr. Oder vielleicht habe ich einfach gerade daneben gepinselt. Eine große Blume. Ja. Okay. Da oben ist Müll. Natürlich wirft es mich runter. Warum sollte ich auch da oben rumlaufen wollen, wo der Müll liegt? So. Guck mal, wir haben hier direkt die Advantage-Position und können einfach nicht skippen. Aber wir können so tun. Okay, du kommst da drauf. Es beißt sich da so ein bisschen das Spiel, weil das Anmalen so ein bisschen ungenau ist. Von diesen Blütenblättern. Jetzt muss ich da einfach so einen Loftballon drauf bewegen. Da, ich schaff's nicht mal da drauf zu gehen und den nach links zu schieben. Das ist nicht cool. So, einfach gucken, dass er so weit links wie möglich ist. Dachte ich. Und jetzt kriege ich ihn nicht mehr raus. Ah doch. Gerade so. Jetzt ein bisschen wegschieben. Das geht nicht. Okay. Das ist ekelhaft. Wir sind zu friemelig. So, und jetzt können wir da die Felsen wegmachen. Oder den einen zumindest. Genau. Und jetzt, wenn wir hier nochmal einen Luftballon durch den gesamten Canyon schieben, können wir den dann da hochschieben und da auch noch aufsprengen. So. Das da. Ja. Ich hab's geschafft. Ein Geschenk. Ich hoffe, das lohnt sich. Nerd. Anziehen. Let's go. Dachte, meine Pinselblumen bedeuten etwas. Warum sind hier Zehntausende von ihnen? Alle umsonst gesammelt. Ich möchte hier hoch mal gucken. Ah ja. Ja, Pinselblumen sind scheinbar nichts so Seltenes. Alter, eine Pinselstatue. Hallo. Wunderschön, oder?
Also, es gibt eine alte Geschichte, dass vor langer, langer Zeit dieser Riesenbaum spontan hier aufgetaucht ist. Und genau jener Zweig, der jetzt fehlt, ist der Pinsel. Das haben wir im Museum gesehen. Das war der Pinsel. Hier ist er entstanden und hier wurde jemand zum ersten Farbenkind. Die Pinselblumen wachsen nur an diesem Baum. Also, für die Prüfung müssen wir die Pinselblumen finden, die woanders gesprossen sind und sie dann wieder hier einpflanzen. Pinselblumen. Kannst du über dein Dekormenü platzieren. Pflanze sie alle auf diesem Bildschirm hier. Wenn du damit zufrieden bist, wie du sie arrangiert hast, sag mir Bescheid. Okay. Warte, ich kann noch mit dir reden. Dekoré? Wer war das erste Farbenkind? Darüber gibt es nicht viele Aufzeichnungen, außer jenen, die im Tempel der Farben aufbewahrt werden. Wissen, dass es sich um eine unglaublich kreative Person gehandelt haben muss. Das erste Farbenkind hat die Welt enorm verändert. Vor seinem Auftauchen hat noch niemand Farben gesehen. Abgefahren, wenn man darüber nachdenkt. Glaubt man den Geschichten, die uns bekannt sind, dann ist der Pinsel nur für dieses Farbenkind hier entstanden. Wer weiß das schon? Vielleicht war es ja eine Art Alien oder Gott oder sowas. Aha. Alter. Habt ihr gesehen, das war so ein Ausdruck von Freude bei Tikoe. Verrückt. Wahrscheinlich nicht. Wie viele Farbenkinder gab es schon? Hunderte. Gar nicht so exklusiv, stimmt's? Aha. Nachdem das erste Farbenkind gestorben war, wurde der Pinsel ganz einfach von einer Person an die nächste weitergegeben. Doch er war viel zu begehrt. Es wurden Kriege um ihn geführt. Viele sind für ihn gestorben. Wir mussten Regeln aufstellen, wie und wann er weitergegeben wird. Regeln, denen alle zugestimmt haben, damit in Frieden weitergegeben werden kann. Ich denke, auf diese Weise ist der ganze Mist mit dem Farbenbringen, der Lehre und den Prüfungen entstanden. Hat aber funktioniert. Heutzutage stirbt niemand mehr wegen des Pinsels. Es ist zu einfach zu vergessen, wie viel Glück wir haben. Sind auch deine Blumen hier? Ja. Die meisten Blumen wurden hier von ehemaligen Farbenkindern gepflanzt. Doch an meine eigenen erinnere ich mich immer noch. Haha. Ich fand das alles damals so aufregend, ganz am Anfang. Ich wollte das beste Farbenkind aller Zeiten sein. Aber dann, als ich diesen alten Baum sah und all die Blumen der Farbenkinder, da dämmerte es mir. Ich spürte die schwere Last all dieser Leute, deren Erbe ich angetreten habe. Es war nicht genug, die Beste sein zu wollen. Es war eher so, dass ich die Beste sein musste. Um ihr aller Willen. Das ist eine schwere Last. Ich dachte, ich muss was anklicken. Wenn es wirklich so wichtig ist, dieses Vermächtnis hochzuhalten, dann weiß ich nicht, ob ich die richtige Person dafür bin. Vielleicht wäre es mir damals besser ergangen, wenn ich mich diesen Prüfungen nicht gestellt hätte. Ich hasse dieses Vermächtnis, all diese Erwartungen. Sie haben mir so viel genommen. Aber das hat sowieso nie etwas bedeutet. Muss gar nicht irgendwas sein. Du kannst nämlich auf deine eigene Art und Weise großartig sein, Pommes. Lass nicht zu, dass irgendein blödes Vermächtnis Macht über dich hat. Okay. Ich hoffe, du findest hier einen schönen Platz für den Pinselblumen. Yep. Jetzt wird gepinselblümt. Garten. 1, 2, 3, 4. So, hab meine 4 angemalt. Ich hoffe, das war meine und nicht die da. Wir können ja mal gucken. Ja, das war meine. Zufrieden war mit, wo deine Blumen gepflanzt sind? Ja. Auch wenn der eine echt nah am Pinsel war. Kapitel 7. Prüfungen des Farbenkindes 2. Weiterspielen. Ah, das war schon eine Farbenkindprüfung. Okay, war ja chill. Die Pinselblumen, die du gepflanzt hast, die werden an diesem Ort für immer bleiben. Oh, das stimmt. Du hast eine zusätzliche Blume gefunden, nicht wahr? Du bekommst Pinselblume. Die kannst du behalten. Pflanze sie hier ein, wenn du möchtest. Du kannst sie aber auch woanders pflanzen. Jedenfalls, Glückwunsch, Pommes. Du hast eben deine erste Prüfung des Farbenkinds abgeschlossen. Das ist ein großer erster Schritt. Und ich bin froh, dass ich ihn auch geschafft habe. Tja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube schon viel mehr daran, dass ich auch die anderen drei schaffen kann. Du. Warum sagst du das? Egal, sie befinden sich in den anderen Ecken von Big Dick. Ich warte bei der nächsten Prüfung. Got it. Der blaue Baum mit den grünen Blüten. Und dem hellblauen Boden. Und ganz vielen lila... Wow, meine Augen tun weh bei den ganzen Farben. Ah, cool. Haben wir das geschafft. Gab's da noch irgendwas in der Ecke? Nee, ne? Nee, das ist aber nur der Pinselbaum. Vielen Dank, mächtiger Pinselbaum, dass du uns Farbe gebracht hast. Dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch eine zweite Pinselprüfung. Wenn die so schnell zu erledigen sind.
So, würde ich sagen, unterhalb von Buffet können wir ja gucken. Da fehlt ein Block. Das, da stresse ich mich jetzt gerade nicht mit. Hallo, Mr. Vogel, dankeschön. Hallo Eule, hallo Zebra. Ich möchte... Boah, das ist ein schönes Blau. Ich möchte alle das Meer blau färben. Das ist meine neue Bestimmung. Und schon hat man hier auf einmal so eine komische Farbe. Katze. Katze, 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 Katze. Danke. Und mit dem Sprung kriegen wir sogar noch hier ein... Schule. Ein Schule kriegen wir. Oh, hier wieder das nice Blau. Fischies. Ich habe nicht mal ein zweites Mal gedrückt und das hat ein zweites Mal gemalt. Der große Schluck. Ja, aber wirklich. Die Insel wollten wir nicht so anmalen. Oh, warum haben wir kein schönes Gelb oder so? Warum habe ich denn Blautöne? Okay, dann wird die Insel halt hellblau. Ja, und die Klippen daran einfach alle grünlich. Ja, ein bisschen schwer. Dass man drei verschiedene Blautöne hat. Naja, als Farbenkind hat man es nicht leicht, was? Da können wir einmal außen rum, da können wir da eins einmal und dort uns einmal hinbieten. Hallo! Du bekommst Sonnenshirt. Ich habe irgendwie versucht, da so hinzuhüpfen, dass ich direkt zum Müll komme, anstatt einfach jetzt hier nochmal hochzutauchen. Ich war faul. Okay, also der große Schluck ist ziemlich... groß. Okay, aber wir haben die Ecke gefunden. Die Ecke der Map. Irgendwie ist nicht so richtig, ne? Egal. So, ein bisschen Müll hier mitgenommen. Ist das das richtige Blau? Ja. Muss man jetzt immer gucken. Also sehr satisfying. Ah, hallo. Mein Blau ist auf einmal lila. Wir haben das nächste Gebiet erreicht. Sehr gewundert, dort ist auf einmal hier alles. Da, so ein Gelb hätte ich vorhin gern gehabt. Oh, ist der Strand nice. Ich bin einfach gerade zu doof, die 4 zu drücken. So. Hallo, Chico. Schöner Screen. Hallo, was geht ab? Da bist du ja, Pommes. So weit draußen, soll es eine Prüfung geben? Jo, willkommen auf der Löffelinsel. Bei dieser Prüfung geht es darum, deinen Pfad als Farbenkind zu finden oder so ähnlich. Diesen Ort zu finden war nur der erste Schritt. Es gibt hier viel Zeug von Farbenkindern vergangener Zeiten. Du musst deinen Weg zum Herzen der Insel finden. Und naja, den Rest überlasse ich dir. Wir sehen uns dann dort. Okay. Klingt ja anspruchsvoll. Achso, hier habe ich ja wieder nur die Blautöne, ja. So viel Müll müssen wir mal ausgeben. Aha. Also kann ich hier hingehen, das machen, hier hingehen, das machen, da hüpfen, zack. Das gefällt mir. Das gefällt. Einfach anmalen und da kommt eine Plattform hoch. Finde ich cool. Nice Hawaii-Hemd. Zeit für Urlaub. So. Dann das, das, das und fertig. Ja. So, wir haben das. Dann können wir den Lümmel da drauf schieben, das runter machen. Darüber schieben, das hoch machen. Ja, das ist ja. Ist ja noch Pillepalle. Wird ja bestimmt gleich schwerer. Löffelinsel. Cool. Was sind wir denn? Geht voll aus der aus der Map raus, die Löffelinsel. Ja, wir sind außerhalb der Karte. Interessant. Das alles irgendwie miteinander verbunden und wir haben hier einen Hebel, den ich nicht ziehen kann.
Ach so, soll mir nur sagen, dass alles ist mit dem Screen hier links verbunden, glaube ich. Hä? Ach so. Okay, also will ich alles außer den unten rechts und oben links hoch machen. Ne? Also will ich hier so ein... Das. Jetzt gehe ich einfach hier hin und dann kann ich mich so zack und dann kann ich hier dazwischen rumhüpfen, wie ich lustig bin. Ja. Kann ich auch da hochhüpfen? Ja, einen Sprung schaffe ich. Okay, aber hier lag ein Geschenk. Ein Strohhut. Nice, das Urlaubsoutfit haben wir. Was ein Upgrade. So, dahin, dahin, dahin und fertig. Gefällt mir. Da ist irgendwie Schrott drauf. Kann ich da irgendwie den Schrott kaputt schrotten? Nee. Kann ich verwirrt sein? Ja. Da kann man hochschwimmen. Da, so. Jetzt kann ich aber hier hüpfen. Okay. War kurz verwirrt wegen den Steinen drauf, aber die haben ja nichts damit zu tun. So. Jetzt haben wir hier mehr solche Plattformen. Kann ich so den nutzen. Aber ich glaube, ich muss den sogar... Muss sogar noch höher sein. Also kann ich ja nicht drauf hüpfen. Kann ich während der Hüpfen den hochfahren? Ah, lol. Eine Augenklappe! Ei, Captain! Arr. Okay. Und jetzt das Richtige ist so... Ah, und der kann noch eins höher fahren und dann können wir hier weiter hüpfen. Oh, das Gebiet ist lustig. Bitte einmal... Okay. Aha, die haben unterschiedliche Höhen. Ich kann theoretisch auch hier hoch und runter schwimmen. So. Ich kann ja damit einfach ganz hoch. Ich kann ja einfach immer... Nee, ich glaube, ich will... sogar tatsächlich mit dem hier hochfahren. Und dann einfach hier oben lang gehen. Und dann kann ich das von hier oben da drauf schieben. Dann runtergehen. Ja. Und peng. Jo. Ist da ein Durchgang? Ich weiß es nicht. Möglich ist es, aber... Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Wir können hier nach rechts oder nach unten. Ich gucke erstmal runter. Das ist Chico, ey. Am Chillaxen. Oh, hey, Pommes. Möchtest du auch ein bisschen dich ein bisschen im Wasser treiben lassen? Es tut gut, für eine Weile innezuhalten und den Kopf klar zu bekommen. Die Lagune ist schön warm. Genauso wie ich sie in Erinnerung hatte. Ja, chill du erstmal. Ich gucke erstmal auf die rechte Seite. Telefönchen? Ich glaube, ich muss hier machen, dass die Linien miteinander so durchgängig verbunden sind. Ah, guck mal, jetzt geht die Linie so, tue ich das. Ja, das sieht falsch aus. Kann ich noch irgendwas machen? Ja, da läuft die Linie ja ins Nichts. Folgen wir einfach der Linie rückwärts. Ah, da auf beiden Seiten geht sie nur oben lang. Kann ich das irgendwie einfach mit Farbe verbinden? Ah, warte. Guck mal, jetzt geht sie da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Aha. Wir haben eine Verbindung nach da drüben gemacht.
und können hier durchgehen. Ja, es sieht aus wie der Weiterweg, ne? Gehen wir erstmal nochmal mit Chico hier chillen. Chillaxen. Jo, was geht? Float. Treiben lassen. Wie chillig. Wie geht's voran, Pommes? Meinst du, du hast den Pferd als Farbenkind gefunden? Das versuche ich immer noch herauszufinden. Vor dieser ganzen Geschichte war ich bloß deine Putzkraft. Wenn ich darüber nachdenke, was mein Pfad sein soll, fühle ich mich, als wäre ich durch puren Zufall hier gelandet. Ich schätze also, dass ich vorerst nur so tun werde, als ob. Dann werde ich versuchen, es wahr werden zu lassen. Water. Was war dein Pfad als Farbenkind? Warte, ich will, dass die Steine weiß sind. Das sieht schöner aus. So. Was war dein Pfad als Farbenkind? Ich habe es mir mein ganzes Leben lang gewünscht. Und bei dieser Prüfung habe ich mich absolut bereit gefühlt. Es bedeutete einfach alles für mich. Vielleicht hat es mir zu viel bedeutet. Definitiv hat es mir zu viel bedeutet. Ich habe es nie geschafft, meine eigene Vision wahr werden zu lassen. Sich bereit zu fühlen, wird überbewertet. Aber nun, ich wünschte, ich würde mich bereit fühlen. Ich habe mein ganzes Leben lang nicht gewusst, wohin ich unterwegs war. Bei dir sieht es so einfach aus. Du wolltest ein Farbkind sein und bist es geworden. Ich habe nie gewusst, was ich sein wollte. Wie also kann ich irgendetwas sein? Einfach so ein bisschen chillaxen und labern. Das hört sich fast so an, als seist du wütend auf mich, weil ich dich zum Farbenkind gemacht habe. Ich bin nicht wütend auf dich, ich bin wütend auf mich selbst, weil ich nicht die Person bin, die ich sein möchte. Deep Talk beim Rumtreiben. Hast du dir gefallen, eine Putzkraft zu sein? Mir haben gewisse Aspekte daran gefallen. Mir hat gefallen, dass meine Aufgaben ganz klar waren. Mir hat gefallen, dass ich ganz in meine Arbeit aufgehen konnte und dass ich mich nicht um den Ausgang sorgen musste. Man weiß, wenn man Fortschritte macht und es macht die Welt zu einem besseren Ort, wenn auch nur ein kleines, winziges Stückchen, wenn man Müll einsammelt oder verlorene Kinder findet. Warum klingst du so traurig, wenn du das sagst? Weil es fühlt sich an, als würde ich zugeben, dass ich nicht einmal richtige Kunst schaffe. Ich tue einfach Dinge für andere. Hallo, kann der Vogel aus meinem Gesicht gehen? Ah! Du tust also gern Dinge für andere. Wenn man so etwas über sich selbst weiß, ist es doch großartig. Oh, da guckt sie voll angry. Trotz Augenklappe. Das ist aber nicht, was ich wissen möchte. Ich möchte Dinge wollen. Für mich selbst, so wie du. Es ist mir peinlich. Manchmal denke ich, das alles hier ist nur ein Scherz, der schon viel zu lange dauert. Als ob du mir den Pinsel gleich wieder wegnimmst und lachst. Hast du wirklich gedacht, jemand so langweilig ist wie du könnte die Farben bringen? Ich weiß, das ist nicht, was du wirklich denkst, aber im Grunde ist es das, was du im Sumpf zu mir gesagt hast. Und ich schätze, das habe ich nie überwunden. Das tut mir wirklich leid, Pommes. Ich wünschte, das hättest du nie gesehen. Doch an dir ist überhaupt nichts langweilig, Pommes. Ich wünschte, ich wäre wie du imstande, so für andere da zu sein, wenn du mich fragst. Auch auf diese Weise wird man zu einem großartigen Farbenkind. Es geht nicht darum, Kunst zu schaffen. Du erschaffst eine bessere Welt für alle. Die Fähigkeit zuzuhören, etwas für andere zu tun, das fällt mir nicht leicht. Zuzuhören fällt mir scheinbar auch nicht leicht, so an wie vielen NPCs ich schon vorbeigelaufen bin. Ich brauche meine ganze Energie nur, um mit mir selbst klarzukommen. Du solltest nicht wie ich sein. Das ist nicht das, was jemanden ausmacht. Der richtige Kunst schafft. Und erst recht macht es kein großartiges Farbenkind aus. Ja, denk mal drüber nach, Hundi. Glaubst du das wirklich? Das tue ich. Ich verstehe, dass du dich fühlst, als gehörst du nicht dazu, aber ich habe viel falsch gemacht. Auch ich habe gedacht, dass ich nicht mehr dazu gehöre. Aber ich bin immer noch hier. Wir müssen es einfach weiter versuchen, habe ich recht? Das ist etwas, was du mir gezeigt hast. Genau deshalb bist du auch besser als ich. Du darfst doch nicht aufgeben. Mir wird allmählich etwas kühl. Ich gehe jetzt raus. Ich sehe dich am Ende, okay? Viel Glück. Einfach so liebe Themen hier. Akanegi darf als Zuschauer selber nutzen zum Reflektieren, wie er möchte. Oder wir malen leicht weiter Farben auf dem Boden. Lol, guck mal, der hat einen Penis auf dem Boden gemalt. Toll, jetzt ist diese Farbenkind-Insel. Wenn das nächste Farbenkind kommt, wird sich aber mega wundern, was hier passiert ist. Ich kann es nicht erklären. Das war ein Unfall. Achso, das zählt für den Raum weiter. Okay, also links kann ich den Raum rechts beeinflussen und rechts den Raum links. Ich weiß nicht, warum wir hier Hebel sind. Okay, ich will
unten rechts hoch machen. Und ich denke auch oben rechts. Unten rechts und oben rechts. So, und dann, wenn ich von hier aus unten lang gehe, zack, zack, dann will ich die unteren beiden. Die drei, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Müsste aber richtig sein. Zack. Und zack. Ja. Sehr schön gelöst. Jetzt brauche ich die hier. Ach, kann ich ja, während ich hier oben stehe. Aha, sneaky. So, so kommen wir auch an den Müll. Hoffentlich zurück, ohne runterzufallen. Ja. Ein leerer Screen? Ja. Sollten wir am Ziel sein, wahrscheinlich. Oh. 4 solche Dinger, die sich nicht anmalen lassen. Okay, mein Kopf wird gerade zu voll. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das Rätsel sieht zu krass aus. Dann machen wir halt keine zweite Insel fertig. Ja, aber wir hatten ein sehr tiefgründiges Gespräch. Das ist doch auch ein schöner Abschluss. Dann beim nächsten Mal schauen wir, wie wir hier dieses Rätsel mit den schwarzen Spuren am Boden machen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen bei einer weiteren Folge Chicory. Bis dann. Euer Zimbelmann. Whee!